Joshua ist auf dem Weg zum Unterricht. Die 5a hat Deutsch und Joshua gibt Gas. Denn die 5a ist die Ergometerklasse im Friedrich-Dessauer-Gymnasium. Immer 5 Leute, fast immer, sind auf den Ergometern, jeweils halt unter 30 Stunden. Jeden Tag sitzt man halt dann 45 Minuten auf dem Ergo. Ich dachte eigentlich erst, meine Schrift würde danach komplett schlimm aussehen, weil man halt ein bisschen wackelt am Anfang, aber das ging dann doch. Bereits im 3. Jahr bietet die Schule die Ergometerklasse in der 5. Stufe an. Das deutschlandweite Pilotprojekt hat bisher für viel Echo gesorgt, nicht nur in den Medien. Eine Schule in Bremen hat das Ergometer-Konzept bereits übernommen. Fast wöchentlich gibt es Anrufe in Aschaffenburg. Und die möchten alle das Projekt für sich umsetzen, aber jeder so mit seinem eigenen Schwerpunkt. Also in der Förderschule sieht es natürlich anders aus als an einem Gymnasium. Oft ist auch das ein Thema für Nachmittag, also Ganztagsschulen, Nachmittagsbetreuung, da wird sehr viel nachgefragt. Auf 3 Jahre Erfahrung mit dem strampelnden Klassenzimmer kann Stefan Megerle zurückblicken. Ob es sich besser hirnt, dank Ergometer, wissenschaftlich beweisen könne er das nicht. Aber Studien belegen, dass die Hirnareale durch Sport besser mit Sauerstoff versorgt werden. Stefan Megerle betont noch einen Vorteil. Durch die tägliche Bewegung während des Unterrichts falle den Schülern der Übergang von der Grundschule aufs Gymnasium leichter. Am Gymnasium sitzt man halt doch die meiste Zeit. Und das ist schon die Erfahrung, die ich mache, dass es den Schülern gut tut, dass sie diese Bewegung haben, die Abwechslung. Und insofern stelle ich schon so im Klassenverband von der ganzen Atmosphäre her durchaus positive Effekte fest. Bewegung hält gesund und schlank und wirkt sich auf das Sozialverhalten der Mädchen und Jungen aus. Wenn manche halt nicht auf der Ergometer wollen, dann fahren die anderen für die. Was findest du besser, normaler Unterricht oder auf dem Fahrrad? Auf dem Fahrrad dann. Dass man sich da auch bewegen kann in der Klasse, in der Schule, das macht schon Spaß. Übrigens auch den Lehrkräften. Stefan Megerle geht im und nach dem Unterricht mit gutem Beispiel voran.